Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Junk Punk. Wir haben ja das letzte Mal hier so ein bisschen mit dem Laser rumhantiert und festgestellt, der macht auch unsere eigenen Sachen kaputt. Ganz toll, supi. Jedenfalls, wir haben ja noch einen zweiten Laser jetzt aufgebaut, weil wir gesagt haben, wir bräuchten auf jeden Fall irgendwo nochmal eine Stelle, wo wir den platzieren können, dass wir noch mehr farmen können, werden, tun. So, jedenfalls, mir ist ja dann so die Fläche hier aufgefallen und dachte ich mir, okay, warum sollten wir nicht hier auf dieser Fläche eine Fläche schaffen? Also sprich mit diesen Containern, mit diesen Fundamenten, ich weiß jetzt nicht, kann zur Herstellung mehrerer Ebenen verwenden. Es ist einfach nur, ich weiß gar nicht, den kann ich so, glaube ich, nicht platzieren, ne? Ich brauche irgendetwas auf jeden Fall unten drunter. Eine Säule kann ich auch nicht platzieren. Also ich muss definitiv ein Fundament setzen, dass ich hier auch irgendwie eine Fläche schaffen kann oder sowas. Hier haben wir ja noch diese Teile. Boah, ich weiß jetzt nicht. Vielleicht, wenn wir sagen, wir fangen hier an. Achso, das kannst du gar nicht bauen. Weil ich da 10 Metall brauche, ne? Komm, geh raus da. Bauen wir mal ein bisschen Widerstände, Basispumpe, Gummispule, Widerstände. Das war jetzt Elektronikschrott, ne? Ja, da oben steht's ja. Elektronikschrott. Naja, ist egal, dann bauen wir halt das einmal schnell ab. So, hier haben wir normal den Schrott. Und das ist echt viel, ne? Aber ich möchte einfach schauen, dass wir hier eine Fläche schaffen, um wirklich in die Automatisierung zu gehen, weil ich glaube nicht, dass wir weitere Module so ohne eine Automatisierung schaffen werden. Das ist einfach viel zu viel Zeug, was man da benötigt. So, von daher, wir bauen ein Fundament, ein kleines, das sollte normalerweise doch dann reichen. Und dann Boden. Nein, geht nicht. Okay, ich habe jetzt halt gehofft, dass ich den Boden im Grunde hier dran setzen kann. Jetzt probiere ich das mal mit einer Säule und wie weit ich Böden ziehen kann. Ob denn das überhaupt funktioniert. Bin ich echt gespannt. Oder ob das irgendwann einbricht. Es könnte sein, dass das von der Statik her so gemanagt ist. Schauen wir halt einfach mal. Ich würde nämlich gerne da eine Plattform schaffen. Also wenn das geht, dann ist das natürlich genial, ne? Kann ich jetzt eigentlich eine Säule auch unten drunter setzen? Nein, also ich werde immer eine Säule dann oben drauf setzen, niemals unten drunter. Das ist auch interessant. Ein großes Fundament. Der ist schon eher in einem Raster drin, aber dann müsste ich gucken, dass ich den wirklich so erwische. Weil mir geht es jetzt darum, dass man hier eine Stufe oder sowas noch mit drauf macht. Jetzt hoffe ich mal, dass das passt. Oh, das habe ich aber genau erwischt, oder? Das habe ich echt genau erwischt. Jetzt fehlt mir da nur irgendein Material, ne? Metall. Weil ich glaube, das reicht auch, wenn ich hier einfach nur eine Plattform mache. Das müssen wir jetzt einfach mal probieren. Probieren geht über Studieren, oder wie sagt man? Ich glaube schon, ne? Also am meisten lernt man eigentlich by doing. Learning by doing. Okay, fallen schon wieder die ersten Teile aus meiner Tasche. Alles klar. Ich bin ja echt extrem neugierig, ne? Das wisst ihr ja. Und ich probiere das jetzt aus. Ist egal, wenn ich es dann nochmal aufbauen muss, aber ich muss das jetzt probieren. Die Plattform schwebt tatsächlich.
Okay, das ist natürlich irgendwie nice. Irgendwie nice. Statisch natürlich überhaupt nicht machbar, das ist klar. Aber ich finde es irgendwie nice. So, ich würde gerne ein kleines Fundament hier dran setzen, dass ich dann noch ein großes dran setzen kann, weil ich würde nämlich gerne, ja, wie ich schon gesagt habe, mit Treppen arbeiten. Dass wir im Grunde sowas haben wie einen Rahmen. Ich mag gerne mit solchen Flächen arbeiten. Und vor allem, mir macht es irgendwie riesig Spaß, das dann so zu machen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ganz viel Schrott. Warte mal, da liegt ja auch noch was. Dann werde ich das jetzt nur mal ganz kurz vorbereiten mit der Treppe, so dass man ungefähr sieht, was ich meine. So, geh her. Zack. Wie viel Platz habe ich denn noch? Ich habe nicht wirklich viel Platz, ne? Ich bin schon wieder voll. Dann muss ich ein paar Sachen rausschmeißen, auf jeden Fall. 50-50. Okay, weil ich ja sehr viel Kupfer auch hergestellt habe, ne? Okay, lass mal. Wir schaffen einmal noch eine Plattform hier. Ich meine, das wird ja dann sowieso, ne? Die komplette Fläche. Dann können wir, ja, warum nicht eine Wand machen? Und dann braucht man natürlich auch eine Treppe. Wobei die Treppe hier, glaube ich, die Treppe geht hier nicht ran, ne? Da haben wir eine Treppe. Da müssen wir die Treppe hinmachen, alles klar. Oder warte mal, wenn ich so... Dann einmal so. Yes. Und dann kann man da nämlich hochgehen. Na komm, lass dich bewegen. Supi. Dann werde ich das jetzt mal als eine komplette Fläche hier ausbauen. Und dann werden wir hier mit Containern arbeiten, wo wir dann im Grunde die Sachen sammeln können. Aber bevor ich das jetzt halt hier so weitermache, würde ich sagen, wir schnappen uns mal die Maschine. Wir müssen uns ja sowieso irgendwie auch mit Kabeln und so weiter behelfen, dass da hinten an Zweilen abgebaut wird. Deswegen, wir bauen die Maschine ab. Natürlich auch die Bahn hier. Das Kabel müssen wir abbauen. So. Mit dem Strom, das muss ich mir noch genauer überlegen, wie wir das machen. Wo hatte ich denn das andere Stromding? Ach, das habe ich schon abgebaut gehabt, ne? Dann wird die jetzt nochmal abgebaut. Wir kriegen ja zum Glück die Einzelteile zurück, ne? Das ist ja das Tolle. Und dann würde ich gerne... Boah. Wohin? Vor allem jetzt wird schon wieder dunkel, ne? Ich muss mal gucken, ob man hier das Gamma vielleicht irgendwie einstellen kann. Video, Fullscreen, Sichtweite Ultra, ne, leider nicht. Leider kann ich das Gamma nicht hochdrehen, aber gut, ist ja dann einfach so. Jetzt überlege ich nur, ob wir da vielleicht eine bessere Stelle hätten. Oh, kann man die Teile abbauen? Ne, die kann man nicht abbauen. Man sieht halt nicht sehr viel, ne? Es kann jetzt gut sein, wenn ich es da herstelle. Es kann aber auch schlecht sein, wenn ich es da herstelle. Boah, das ist echt schwierig. Okay, ich platziere es halt jetzt halt einfach mal da. Ich glaube ja, die Maschine... Wo bist du? Ja. Ist jetzt nur komplett verkehrt, ne? Ja, du stehst verkehrt rum. Ich
Aber ich weiß auch nicht, ob das wirklich so sinnig ist hier an der Stelle. Da ist, so wie es ausschaut, zu wenig Material und da hinten ist Massen an Material. Ob wir das Teil nicht eher dahin stellen? Weil dann hätte man nämlich die Seite auch noch. Probieren wir es mal. Mehr als schief gehen kann es ja nicht, ne? So. Genau, so kann ich dich stellen, außer ich drehe dich nochmal ein wenig. So. Dann bräuchten wir strommäßig auf jeden Fall... Das ist echt übel, ne? Die können wir auch nicht bauen. Leute, das macht mich narrisch. Man braucht so viel Zeug. Was ist denn das da eigentlich? Kann ich dich da wegnehmen? Nee, ne? Das gehört zu dieser Maschine da. Okay, da komme ich auch nicht so leicht hoch. Da müsste ich eine Treppe hinsetzen. Das hast du ja super gebaut. Echt super. Ich denke mal, dass das eh alles fallen wird im Laufe der Zeit. So, wir haben da vorne die Maschine. Wir brauchen eine Stromleitung von dem Verteiler hier. Einen Anschluss haben wir ja. Und müssen bauen das Ding hier. Das heißt, wir brauchen nochmal zwei Basiskondensatoren. Die sich hier befinden. Und wir brauchen natürlich auch noch Verbindungen, die Kabel. Und die kann ich nur bauen an dem Tisch. Und da werde ich wahrscheinlich jetzt wieder Plastik oder irgendwas brauchen. Das weiß ich nämlich schon wieder nicht. Ein Kupfer, ein Gummi. Genau, und Gummi habe ich nicht einstecken. Also zieh mal deinen Gummi aus hier. So, zack. Dann machen wir mal hier noch... Oh Mann, ich dachte, ich hätte Kupfer einstecken. Sorry. Sorry, sorry, sorry. So, dann machen wir das jetzt so. Und stellen wir jetzt halt einfach einmal noch vier Kabel her. Das passt dann schon. Dann brauchen wir für den... Stromdingsen eigentlich nichts mehr. Das heißt, wir nehmen jetzt einmal die Verbindung in die Hand. Genau da haben wir noch frei. Zack. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Es ist ein bisschen unschön mit dem bis dahin. Okay. Oh, speichert. Okay, okay. Das heißt, wir brauchen einen Verteiler hier. So, in dem Moment, wo man das Kabel anschließt, kann man die Kamera nicht mehr bewegen. Es ist ein bisschen verwirrend. Das heißt, ich muss die Maustaste reindrücken, dass ich die Kamera bewegen kann. Das ist etwas schwierig. Gut, damit haben wir den Strom hier. Jetzt ist die Frage, ob es reicht bis zur Maschine oder nicht. Ja, müsste reichen, oder? Jetzt ernsthaft? Deswegen dem... Na gut. Kann ich noch so ein Ding bauen? Ja. Dann stellen wir jetzt einfach da nochmal so ein Ding hin. Verbindungen, Strom, einmal, zweimal. Jawohl, passt. Da rein. So. Genau, du hältst jetzt da hinten rein und du müsstest eigentlich ein bisschen Lagerkapazität haben, ne? So, dann stellen wir mal das Ganze ein bisschen darüber. Wir lassen das Ganze einmal auf Automation laufen, dann sehen wir schon, wo es hingeht.
Das Schiff dürfte es normalerweise nicht. Also ich denke nicht, dass das hier irgendwas bei dem Ding aus... Nee, es geht durch. So, und dann lassen wir dich jetzt einfach mal laufen. Schauen wir mal, habe ich genug Metall, dass wir hier vielleicht Metall und Gummi. Das sollte doch normalerweise gehen, oder? Dass wir das... Ich kann das sogar hier durchleiten. Wie gesagt, das Dumme ist nur mit der... Mit der Kamera. Genau, wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Gehen wir dahin. Gehen. Stimmt, ich wollte da hinten rein, ne? Gehen da rüber. Und gehen da rein. Und dann müsste das normalerweise hier doch komplett laufen. Ist zwar ein bisschen weiter Weg, aber ich finde es gut, wie es läuft. Und schön alles hier rein. Wunderbar. Dann kann ich das nämlich laufen lassen an Zweien, während ich hier an der Fläche so ein bisschen weiter baue. So, damit habe ich die Fläche jetzt auf jeden Fall schon mal hier geschaffen. Zumindest mit einem Aufgang. Der andere Aufgang kann ja noch. Wenn ihr euch fragt, warum ich das eigentlich gemacht habe, kann ich ehrlich gesagt nicht erklären. Es macht mir einfach Spaß. Ein bisschen Material spart man eventuell, weil so ein kleines Fundament kostet 5, so ein Boden kostet nur 2. Das große Fundament kostet natürlich nur 10, ne, anstatt 20. Insofern ist es dann auch nur 2 teurer, wie jetzt hat 4 so Böden. Aber ja, im Endeffekt spart es dann auf jeden Fall ein bisschen Material, wobei das, denke ich, mal hier total Latte ist. Nee, das geht wirklich darum, dass mir das Spaß macht, das hier so zu bauen. Jetzt gucken wir mal, wie das ausguckt. Ah, okay. Das hat man, da hat man dieses Kreuz drin. Alles klar. Weil ich würde nämlich auch noch... hallo? Jetzt. Ich würde nämlich auch noch gerne das Ganze hier ringsrum verkleiden. Vielleicht auch irgendwo mal eine Tür reinmachen. Keine Ahnung, ob man da unten mal rein muss. Und dann mache ich jetzt mal hier vorne noch mal ganz kurz. Und zwar machen wir 2 Aufgänge. Ich würde sagen, an dieser Stelle hier. Dann hier noch Treppe. Genau, so hin. Na komm, du warst doch schon gerade grün. Und auf der Seite eben dann auch. Genau. Ist manchmal ein wenig kniffelig, aber das ist bei manchen Spielen so, das ist ja auch bei No Man's Sky so, dass es manchmal dann kniffelig ist, die Plattformen aneinander zu setzen, aber es geht schon. So, machen wir hier gleich mal zu. Und solche Aufgänge will ich dann im Grunde auch ringsrum machen, also im Grunde auch hier nochmal, ne? So, und dann fangen wir an jetzt halt hier mal mit Containern. Das Problem ist nur, dass ich noch keine Ahnung habe, wie das mit der Automatisierung genau funktioniert. Wir haben ja hier, Moment, Maschinen, genau. Wir haben den Schredder, wir haben einen Eingangsschredder, der Metallschen und andere Gegenstände zerkleinert. Ich weiß aber nicht, in was der das zerkleinert. Ich habe keine Ahnung. Trennt zerkleinerten Inhalt. Schreddert Altmetall und andere Gegenstände. Man sollte das tatsächlich mal ausprobieren, ne? Wie das genau funktioniert. Schmelze erzeugt Barren, das ist in Ordnung.
Der Hersteller stellt Gegenstände aus Materialien her. Und das ist der Industrielaser. Hier gibt es nichts weiter. Jetzt ist die Frage, wenn wir... Das müssen wir mal ausprobieren. Wir müssen mal so einen Schredder aufbauen. Da läuft auch schon wieder nichts mehr. Deswegen ist es eben so ein bisschen suboptimal, ne? Mit dem... Kriegst du Fallschaden? Nein, du kriegst keinen Fallschaden. Weil der Laser, wenn halt nichts mehr hat, dann hat er nichts mehr. Gut. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt halt allzu lange anhält, aber da müsst ihr auf jeden Fall einige Sachen mit reinfüllen jetzt wieder. Ach, ist gut, dass man das auch als Treppe nutzen kann. Gucken wir mal ganz kurz hier rein, was wir da haben. Gerade mal 90 Metall. Das ist im Grunde nicht viel. In Anbetracht dessen, was wir noch alles machen müssen. Okay, ich muss jetzt unbedingt wissen, was der Schredder kann. Große Getriebe brauchen wir da, 5 Stück. Können wir uns auf jeden Fall raustun. 3, 4, 5, dass wir das einfach mal ausprobieren. Ich würde das allerdings gleich richtig installieren, weil wenn das so funktioniert, wie ich hoffe, dass es funktioniert, dann soll das bitte auch gleich vernünftig laufen. Also da geht's raus und da geht's anscheinend rein. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, machen wir mal daher. Gehen wir raus aus dem Baumenü. Maschinenerzeugung. Wir brauchen dann natürlich einen Strom. Keine Blaupause ausgewählt. Blaupause. Schrott geschreddert. Oh, das macht... Okay. Wir brauchen da quasi für irgendwelche Rezepte geschreddertes Zeug. Nice. Weiß ich jetzt natürlich nicht, ob ich dich dann da stehen lasse. Schredder mit Bandzuführung, der Metallschrott und andere Gegenstände zerkleinert. Der wird dann wahrscheinlich das gleiche machen wie der Schredder. Nur, dass das eben dieser händische ist und das ist dann der automatisierte. Trennt den zerkleinerten Inhalt. Das ist dann nur wieder interessant mit dem Eingangsschredder. Dann haben wir hier die Schmelze, wo dann das Metall reinguckt und hier der Hersteller. Oh Gott. Boah, ich glaube, wir kommen echt fast nicht drum rum, dass wir die Dinge hier erforschen irgendwie. Schauen wir mal, da brauchen wir nichts. Spieler, da haben wir nur die Kisten. Wir können natürlich hier die Behälter herstellen, ganz klar. Wobei ich da jetzt auch noch nicht weiß genau wie, aber ich würde das Lager auf der Seite hier machen. So, du solltest nur den Eingang dahin machen, wo dann auch der Eingang ist. Geht ja nicht genau nebeneinander. Und das geht schon. Und schon ist er versetzt, ne? Das. Kuh. Behälter. Jetzt hat passt's. Gut. Dann haben wir schon mal 3 Behälter hier. So, da kann man... da ist jetzt die Frage, gibt es da irgendwas, was dann aussortiert? Weil hier kann man nicht, ne? Der trennt eigentlich nur zerkleinerten Inhalt. Bandteiler teilt ein Band in 2 auf. Aber was bringt mir das jetzt für den Anfang? Bandkoppler verbindet 2 Bänder zu einem Band. Das, die Röhre für Flüssigkeiten. Puh. So, was auf jeden Fall klar ist, dass ich die Dinger nochmal umstelle.
Ich habe jetzt nämlich hier mal eine Treppe geschaffen und das Blöde war, der Container stand hier so ein kleines bisschen über die Kante drüber und deswegen konnte ich die Treppe da nicht dran platzieren. Insofern tue ich jetzt halt mal die Container nochmal neu platzieren. Ist zwar jetzt halt ein bisschen Gefummel, aber ist ja jetzt egal, weil ich möchte nämlich schon... Yes. Genau so. Ich möchte nämlich schon dann auch oben drauf können auf die Container. Kann ich ein bisschen wegzoomen? Das ist gut. Es müsste wie bei No Man's Sky so ein bisschen eine Möglichkeit geben, das Ganze von eher oben anzuschauen. Passt es jetzt? Hallo? Ja. Gut, dann kann ich nämlich auch nach oben drauf. Das ist nämlich wichtig für mich. So, wir schauen jetzt mal ganz kurz. Wir brauchen ja für die Dinger auch, also wir brauchen ja Strom immer generell, ne? Strommast ist okay. Wir brauchen auf jeden Fall Strommodule, Windgeneratoren. Also wenn, dann würde ich anstatt diese Solarmodule, würde ich eher nur auf Windgeneratoren setzen. Auch wenn die wahrscheinlich ein bisschen... Metall 20, Metall 10, 5 kleine Getriebe, die haben Platine, Widerstände. Also im Grunde sind die Windgeneratoren sogar günstiger. Ich vermute mal, dass die weniger Strom erzeugen. Aber im Endeffekt, die laufen halt immer, die laufen Tag und Nacht. Ne? Und die Dinger sind halt schon wieder angewiesen auf Sonnenlicht. Und so dunkel, wie es die ganze Zeit hier ist, bringt mir das nichts. Also schauen wir mal, kleine Getriebe und große Getriebe, dass wir holen, weil die müssten da vorne ja drin sein. Ich bin mir sicher, dass die Maschine schon wieder fertig ist. Ja, ja. Ja, und da kommt echt nicht viel. Da kommt hauptsächlich Gummi raus, ne? Weil da sehr viele Reifen da vorne liegen. Ich habe so richtig, den richtigen Punkt habe ich noch nicht erwischt, ne? Aber gut, ich vermute mal, dass es mit den Erweiterungen dann um einiges besser ist. So, wir haben hier große Getriebe, die nehmen wir mal komplett rüber. Wir nehmen mal die kleinen komplett rüber. 5, da brauchen wir 2. Also wir können auf jeden Fall einiges an Windgeneratoren herstellen. Wir brauchen allerdings natürlich auch Batterien. Dafür brauchen wir Platinen, Widerstände. Widerstände kannst du ja mal mit drüber nehmen. Und die Platinen müssen wir herstellen. Ich bin mir nicht sicher. Reicht da das Kupfer oder brauchen wir da noch Plastik oder irgendwas? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Schade, dass ich das nicht im Menü herstellen kann. Platine. Boah, da brauchen wir halt auch so viel Zeug, ne? Und ihr müsst ja bedenken, wir brauchen 50 von diesen Platinen, um diesen Tech-Schlüssel zu aktivieren. Na, das wird lustig, ne? Also mir fehlt auf jeden Fall Gold. Mir fehlt Plastik. Gold und Plastik, das sind die zwei Sachen, die fehlen. Schauen wir mal, wir haben ein bisschen Gold. Plastik haben wir gar nichts. Das ist auch nicht schlecht. Ich nehme mal den Gummi mit raus, weil ich vermute, dass ich vielleicht das herstellen kann, oder? Nein. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir irgendwo Plastikmüll herbekommen, aber das war doch hier auch alles rumgelegen. Warte mal, war das nicht da? Wir hatten doch da oben bei dem Tower da, bei dem Monolithen, da war doch so viel Kunststoff gelegen. Da gehe ich jetzt mal hoch und hole mal ein bisschen was. So, jetzt wo ich hier oben stehe und gerade am Rumbasteln bin, dass ich das Plastik abbaue, dachte ich mir, warum stelle ich nicht einfach hier so einen Laser her? Der, jawohl, das Blöde ist, dass der Strom braucht, ne? Dann müsste ich ja hier auch schon wieder Strom hinmachen. Okay, war ein dummer Gedanke jetzt gerade. Der würde halt dann nur laufen, wenn ich... Und genau das will ich nicht. Ich will jetzt da unten erstmal aufbauen, bevor ich jetzt halt hier groß anfange, ne? Das ist echt... Mai, mai. Also es gibt hier auf jeden Fall recht viel von dem Plastikzeug.
natürlich nicht mega Massen, außer ich sehe es jetzt ja gerade nicht. Das, was natürlich interessant ist, ist das da unten, ne? Man sieht schon dieses riesige Feld an Schrott. Da hinten ist auch ganz viel. Hier sind noch einige Sachen, die abgebaut werden kann hier ohne Ende. Aber da, ich bin eben immer noch am Überlegen, wie man da eine feste Installation machen soll, wenn die Ressourcen ja irgendwann empty sind. Also die Sachen sind ja weg. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt halt... Ah, Elektronik baue ich jetzt nicht ab. Die Sachen sind ja dann weg, ne? Da können wir vielleicht noch ein wenig Gummi oder sowas. Ja, das passt schon, weil sonst bist du gleich wieder voll. Ja, das gibt mir noch ein bisschen zu denken. Von daher vermute ich einfach mal, dass solche Bauteile hier auch zum Abbauen sind später. Müssen wir einfach mal abwarten. So, jedenfalls brauchen wir Strom, haben wir gesagt. Und irgendwo muss ich ja natürlich auch den Strom hinpacken. Ich vermute aber auch, dass wir mit einem Upgrade ein besseres Stromnetz aufbauen können dann auch. So, Windgeneratoren. Windgeneratoren, ich wollte die am liebsten hier oben drauf bauen, wenn das funktioniert. Jawohl, es funktioniert. So, also wir können die auf die Container draufbauen. Mit dem Auslass am besten hier nach hinten. Wie viel kann ich denn bauen? 3 Stück würden draufpassen, ne? Ne, 2 gehen nur. Okay, dann bräuchten wir auf jeden Fall eine Batterie. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine Drahtspule da drin habe. Ich hoffe es jetzt einfach mal, ansonsten müsste ich mal eine herstellen. Jep, habe ich. Dann können wir nämlich eine Batterie aufbauen. Ne, 4 Drahtspulen brauchen wir, alles klar. Komm, geh raus aus dem Menü. Drahtspule. Einmal herstellen, dann hätten wir schon mal 4. Halt, du gehst in die falsche Richtung. Ganz in Gedanken. Und vor allem, wann immer wir halt Strom brauchen, müssen wir sowieso Leitungen legen ohne Ende. Ne? So, ich würde die Batterien hier hinten hinstellen. Ein Stück weg, dass wir hier auch noch mit Dingern arbeiten können. Mit, na sag schon. Es fehlt jetzt wahrscheinlich immer noch die Drahtspulen und Platinen. Damit wir die Container halt mit den Laufbändern verbinden können. So, Verbindungen. Kabel. Oh. So. Ich weiß nicht, ob das zusätzlich mitleitet. Ich glaube es aber nicht, ne? Es wird gerade gespeichert. Kann ich die 2 miteinander verbinden oder muss ich das immer... Ich muss das immer in eine Batterie einspeisen. Ich kann wahrscheinlich auch nicht... Ne, der geht nicht hier mit rein. Das heißt, ich brauche für jeden Generator brauche ich dann auch eine eigene Batterie. Okay. Nee, das lasse ich jetzt so. Ich stelle die noch eine Batterie hin. Und dann leiten wir da den 2. noch mit rein. Wir müssten eigentlich 4 so Spulen herstellen können. Hoffe ich zumindest. Schauen wir mal. Drahtspule. 1, 2, 3, 4. Strom. Platinen braucht man noch 2 Stück. Kann ich eine Platine wenigstens herstellen? 1? Gut. Dann können wir nämlich auf jeden Fall jetzt hier nochmal eine 2. Batterie mit hinstellen. Und
Und da das anscheinend egal ist, wie die dastehen, würde ich die gerne direkt davor stellen. Oder vielleicht einen kleinen Abstand dazwischen machen. So, Verbindungen, Kabel. Wir gehen hier oben rein und da unten rein. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal zwei laufen. Wir haben maximales Output von 40. Und gespeichert wird halt jetzt halt hier. Es ist nur die Frage, ob jede von den Batterien... Ja, das speichert wirklich jede. Die speichert 1000 und die speichert 1000. Okay, das ist gut. Aber es wird mit Sicherheit nicht die kleinste Batterie sein, die es gibt. Mit Sicherheit nicht. Was haben wir denn da eigentlich stehen? Ach, da vorne steht es auch drauf. Das ist ja interessant. Das ist interessant. Gut, aber das, was wir jetzt brauchen, ist im Grunde ein System, dass wir hier diese Container vorladen. Und da werde ich mir mal was überlegen, weil wir müssen natürlich in verschiedenen Stellen schürfen, dass wir einiges an Metall reinkriegen. Ups. Ah, doch erwischt. Nein, doch nicht erwischt. Doch erwischt. So, gucken wir mal. Kann ich den Laser vielleicht nochmal um eins runterpacken? So. Ja, da hinten ist auch noch ein wenig Zeug. Aber eigentlich habe ich dich nicht nach darüber verstellt. Jetzt warte mal. Okay. Hup. Also das ist jetzt komisch. Moment. Wir müssen auf jeden Fall nochmal um eins runter. Wie ist es, wenn ich das jetzt dahin stelle und loslaufen lasse? Okay, der läuft irgendwie... Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich das genau sehe, wie ich den eingestellt habe. Aber es wurscht, jetzt läuft auf jeden Fall mal ein bisschen was. Hoffe ich. Zumindest Stück für Stück. Ja, da muss ich halt jetzt immer wieder mal her und muss das nachfüllen. Nachjustieren meine ich, nicht nachfüllen. Aber ich überlege mal was, ob ich da irgendwie mit Splittern und so weiter arbeite. Mit Splittern, ne, mit diesen Teilen da, dass ich das Band eben splitter, teilt ein Band auf zwei auf und dann jeweils nochmal ein Band nochmal auf zwei aufteilen und so dann diese drei Container da speisen. Einfach, dass es da reinfließt und dann ist gut. Na gut, ich hoffe jedenfalls, dass es euch gefallen hat. Das ist natürlich ein bisschen Hantiere hier, aber das ist halt Automation, bis da das erste Mal läuft, das dauert. Ich hoffe jedenfalls, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.